Okay, hallo. Spaß. Also mein Name ist Arndt Brentschede. Mein Hobbyprojekt seit anderthalb Jahren ist ein Fahrradrouter auf OpenStreetMap-Basis. Und darüber will ich heute nicht reden, sondern ich will nur reden ganz speziell über den Aspekt, wie man einem solchen Router die Höhe beibringt, weil das eigentlich das besondere Thema dabei ist. Ich dachte, ich hätte ein Mikro, aber... Gut, deswegen will ich anfangen damit, einfach mal zu zeigen, wofür man Höhendaten überhaupt brauchen kann. Also nicht nur fürs Routing. Als nächstes dann diese speziellen Artefakte beschreiben, die man hat, wenn man die SRTM-Daten, also die Daten aus der Shuttle Radar Topography Mission verwendet. Das sind die Daten, die alle nehmen, weil es einfach die besten sind, die frei verfügbar sind. Dann will ich zeigen, wie dieser Fahrradrouter mit solchen Artefakten umgeht und welche Probleme da eben übrig bleiben, wo das nicht klappt. Einen Ausblick dann noch geben, einen algorithmischen Ausblick, was man besser machen könnte, wenn man jetzt hingeht von diesem einfachen geometrischen Modell zu einem kinematisch-aerodynamischen Modell, um dann eben präziser zu werden im Routing. Und natürlich der wichtigste Teil, die Datenquellen beschreiben. Also was gibt es für alternative Datenquellen, beziehungsweise worauf kann man hoffen, was es irgendwann mal gibt. Also jetzt erstmal, wofür braucht man Höhendaten? Also das Wichtigste nach wie vor ist immer noch, glaube ich, Visualisierung. Haben wir gestern jede Menge drüber gehört. Und nachdem ich das gestern gehört habe, habe ich da ein rotes Kreuz dran gemacht. Also das ist wohl auch nicht gelöst. Die Jungs, die wollen auch irgendwie bessere Daten haben. Das andere beim Routing ist, man muss unterscheiden. Dieses großräumige Routen, ich will irgendwie die richtigen Pässe finden oder so, das funktioniert eigentlich schon zufriedenstellend. Da braucht man keine besonders guten Daten dafür. Was nicht funktioniert, ist dieses kleinräumige Routen, dass man wirklich jeden Hügel, jede Rampe vermeidet und richtig bewerten kann. Weil dafür braucht man eben die Daten, die das hergeben, und die gibt es nicht. Dann ein neues Thema ist Elektromobilität. Und das meint... Entschuldigung. Das meint schon das komplette Spektrum vom Elektrofahrrad zum Elektroauto. Wobei das Thema da ist hauptsächlich Reichweitenplanung. Also die Leute wollen einfach wissen, kommen sie an. Wobei man das nicht so richtig trennen kann. Das heißt, sobald man Reichweitenplanung machen kann, kann man natürlich auch Reichweitenoptimierung rechnen. Und wenn man Reichweiten so plant, dass das an den Fahrer gewisse Anforderungen stellt, wie er sich verhalten soll, kommt man natürlich dann auch zum Thema Fahrerassistenz. So, jetzt aber zuerst mal zu den Artefakten. Also ich glaube, die meisten, die irgendwann sich mit SRTM schon mal beschäftigt haben, die kennen das. Das ist eine Radarmessung, die hat die Oberfläche gemessen. Oberfläche ist nicht die Straße, sondern das sind auch Dächer, Bäume, irgendwas. Also nicht da, wo man Fahrrad fährt. Das ist ein Beispiel hier, Frankfurter Bankenviertel. Und man sieht einfach mal, also da sind ja keine Berge, das ist ja alles flach. Trotzdem sagt hier das Höhenprofil, es geht auf so einem kurzen Stück 12 Meter rauf. Also das ist der Fehler, den man hat, einfach weil die Dächer gemessen wurden. Aber immerhin, es sind nur 12 Meter. Ist ja jetzt gar nicht so viel. Also die Häuser sind ja über 100 Meter hoch. Also erstmal nicht so schlecht. Dasselbe für Wälder. Also auch da werden ja die Blätter gemessen. Ist hier einfach mal so eine Waldkante vermessen, wie das im Höhenprofil aussieht. Und auch da geht es hier 10 Meter runter. Wobei, ich glaube, realistisch sind eher so 5 Meter, was eine Waldkante macht. Das ist übrigens hier ein neuer Client für dieses B-Router-Projekt, den der Norbert Renner gemacht hat auf Basis von Leaflet, der relativ gut funktioniert, wenn man interaktiv Höhenprofile sehen will. Das dritte Thema, Flusstäler. Also SRTM-Daten, 90 Meter Auflösung, bei einem engen Flusstal reicht das natürlich nicht. Und das ist dann einfach ein geometrischer Effekt, das heißt, man fährt durch das Flusstal geht zu, das heißt, geometrisch geht's rauf. Und das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel hier an der Lahn bei Dietz. Und obwohl ich jetzt diesen Track flussabwärts gerechnet habe, geht es ja trotzdem 40 Meter hoch. Das heißt, das ist einfach der Fehler, den man hat. Und das ist natürlich jetzt im Gegensatz zum Frankfurter Bankenviertel, wo man ja vielleicht gar nicht durchfahren will, hier besonders ärgerlich, weil das sind die schönen Stellen. Und wenn der Router jetzt deswegen den Weg vermeiden würde, das wäre nicht gut. Einen vierten Artefakt habe ich auch noch mit aufgenommen, wobei das jetzt gar kein Höhenartefakt ist, sondern das ist ein OpenStreetMap-Artefakt. Das heißt, die OpenStreetMap-Wege, die sind nicht immer an der richtigen Stelle. Und wenn ich natürlich einen Versatz habe zwischen Höhenmodell und Weg, dann habe ich auch einen Höhenfehler. Also auch das ist ein Fehler, mit dem man es zu tun hat.
okay, jetzt anders als das auf der ersten Folie war, habe ich jetzt das Thema Datenquellen vorgezogen, damit es jetzt nicht irgendwie dem Timer zum Opfer fällt. Also SRTM-Daten in 90 Meter, also 90 Meter heißt 3 Bogensekunden, das ist natürlich in der Longitude ein bisschen weniger. Die haben wir beschrieben, es gibt SRTM ja auch in 30 Meter Auflösung, aber nur für USA. Also rein technisch muss es das ja eigentlich für die ganze Welt geben, aber es ist einfach nicht verfügbar. Ich weiß nicht, ob man das kriegen kann. Die zweite Alternative, die öffentlich zugänglich ist, sind die ASTER-Daten. Das sind so Infrarotsatelliten oder ein Infrarotsatellit, der solche Stereoaufnahmen gemacht hat. Die Daten gibt es in 30 Meter Auflösung und die gibt es auch mit einer größeren geometrischen, also globalen Abdeckung bis 85 Grad Nord, während SRTM ja nur bei 60 Grad aufhört. Aber die ASTER-Daten, die sind eben von der Qualität nicht so gut. Die haben ganz komische Artefakte und die machen das sehr schwer, die zu verwenden. Und das zeige ich vielleicht zuerst mal hier. Genau, das ist ein ASTER-Bild von der Rheinebene, also da, wo ich wohne, in dieser typischen 8-Bit-Darstellung. Also wenn man so ein Höhenteil nimmt, als Bild interpretiert und von 16-Bit in 8-Bit konvertiert, dann ist alles, was höher ist als 255 Meter, wird weiß. Aber hier für das Rheintal ist ja alles relativ niedrig. Hat man dann ein richtiges Bild. Man sieht hier den Rhein mit seinen Nebenarmen. Aber was man halt auch sieht, ist zum Beispiel das hier. Das ist eine Autobahn. Und das hier sieht man auch als Kultur. Das ist ein Waldgebiet, was sich nach oben abhebt. Also hoch gibt heller, runter wird dunkler. Das Problem hier ist, wenn man das vermisst, diese Autobahn ist 40 Meter tief. Also eine 40 Meter tiefe Waldschneise, das kann nicht sein. Das andere Problem ist hier, warum ist der Rhein weiß? Also weiß heißt ja hoch. Also das Wasser ist unten. Das heißt, man muss sich diese ASTER-Daten nur anschauen und sieht sofort, die sind kaputt. Also da sind einfach Löcher drin, die viel zu groß sind, um damit Routing machen zu können. Wenn man sich dasselbe in SRTM anschaut, dann sieht man eigentlich weniger, aber das ist ja gut. Also man sieht keine Löcher, das ist einfach viel homogener. Der Rhein ist dunkel, wie es sein muss. Und hier die Autobahn in dem Waldgebiet, man sieht sie ein bisschen als dunklen Schatten, aber ich meine, es ist ja auch eine Waldschneise, die ein bisschen runtergeht. Aber man sieht diese drastischen Fehler nicht. Also das heißt, ASTER ist erstmal nicht geeignet für Routing. Was es jetzt neu gibt, ist EU-DEM. Das ist so ein Projekt von der Europäischen Union. Die haben für das europäische Gebiet das kombiniert, die ASTER-Daten und die SRTM-Daten für ein europäisches Höhenmodell. Was zum Teil gut ist, weil dieser nördliche Bereich über 60 Grad, der ist ja sonst nicht abgedeckt. Im Hochgebirge hat SRTM auch irgendwie böse Löcher, die sie dann gefüllt haben. Aber ich habe es probiert. Also in dem Bereich, wo es mich interessiert, einfach da im flachen Land, sieht man keinen Unterschied zwischen den EU-DEM-Daten und den SRTM-Daten. Also das ist einfach dasselbe. Das heißt, es ist bestenfalls irgendwie ein Gewinn im Hochgebirge oder sonst wo das ansonsten problematisch war. Weitere Quellen kenne ich keine. Also Tandem-X, diese Zwillingssatelliten, die machen ja Werbung, dass sie besser sind. Ja, irgendwie andere Radarwellenlänge, die besser durch die Bäume geht. Aber es gibt die Daten nicht. Also vielleicht kann man sie kaufen, keine Ahnung. Das heißt, mit diesen Oberflächenmodellen ist nicht viel zu machen. Also nicht viel mehr zu machen als mit SRTM. Was es natürlich auch noch gibt, sind digitale Geländemodelle, wo man einfach direkt den Boden misst. Zum Teil wird vorgeschlagen, das irgendwie aus anderen Daten zu kombinieren. Aber das Naheliegendste, was man machen kann, ist natürlich, man misst es einfach direkt. Also man geht mit einem Barometer hin und misst es. Beziehungsweise wenn man ein Handy hat, was jetzt viele Sensoren hat, GPS, Barometer oder auch das Akzelerometer, also hat kein Steigungsmesser und nimmt einfach alle Signale auf, kann man relativ gut Daten sammeln, wo man dann auch ein Höhenprofil rausrechnen kann. Aber das gibt es einfach noch nicht. So, das hatten wir. So, hier habe ich jetzt versucht zu zeigen, wie mein Hobby-Router mit diesen Artefakten umgeht. Also was das für eine Filterfunktion ist, die diese Artefakte rausfiltert. Und diese rote Linie jetzt, das ist der Höhenverlauf, der aus SRTM kommt. Also das zappelt da ein bisschen rum. Und
diese grüne und die blaue Linie, dieses einhüllende Band, das wird dann von der roten Linie nach oben oder unten geschoben, je nachdem, wie es sich bewegt. Beziehungsweise es fällt auch selber mit einer Steigung von 1,5%. Und die Formel ist jetzt einfach so, dass ich sage, ich habe dann ein verwertbares Höhensignal, wenn der tatsächliche Höhenverlauf dieses Hystereseband schneller runterdrückt, als es selber fällt. Nur dann ist es ein signifikantes Höhensignal. Und hier, das ist hier unten aufsummiert und man sieht eigentlich nichts. Also es gibt hier zwei kurze Zacken, aber sonst ist da kein verwertbares Höhensignal, obwohl das hier schon eine Strecke ist, so von den Ausläufern des Taunus durchs Frankfurter Bankenviertel bis zum Römer. Wenn man sich das jetzt anguckt für eine richtige Bergstrecke, also jetzt einmal über den Taunuskamm drüber, dann ist klar, das geht rauf bis auf 350 Meter. Und wenn es wieder runter geht, habe ich ein ganz klares Höhensignal. Und wenn ich das in die Kostenfunktion reinnehme von einem Router, dann habe ich eben höhenbewusstes Routing. Und das funktioniert ganz prima. Also man sieht es ja auch, das geht bei 350 Meter hier über die Wasserscheide. Und das ist genau die Höhe, wo auch die Eisenbahn drüber geht, die Autobahn, die ICE-Schnellbaustrecke. Also das heißt, vor 150 Jahren beim Eisenbahnbau konnten sie das schon ganz genauso ausrechnen. Das heißt, große Berge funktionieren, kleine Berge funktionieren aber nicht. Das ist hier ein Beispiel in Bensheim, wo ich wohne. Zum Beispiel, das ist das Zellertal. Also es ist einfach ein enges Tal, das geht hier hoch. Und jetzt habe ich die Fahrradstrecke ausgerechnet und die weicht hier an der Stelle einfach von der Hauptstraße ab. Klar, aus Sicht vom Fahrradrouting muss das so sein, weil es ist eine Nebenstraße und sie ist sogar noch kürzer, also natürlich geht es da lang. Aber kein vernünftiger Mensch fährt da hoch, weil das ist ein Hügel. Und nur woher soll ich das wissen? Ich habe ihn ja weggefiltert. Das heißt, solche Artefakte passieren einfach, dass man solche kleinen Hügel hochfährt und wieder runter. Und ich kann nichts dagegen tun. Weil ich habe einfach keine Daten, die genau genug sind, um das zu vermeiden. Ein anderes Problem, was man hat mit so einer Filterfunktion, ist mehr ein algorithmisches, weil also man muss ja eine Route ausrechnen. Dafür benutzt man solche diese normalen Algorithmen, Dijkstra, A-Stern und so weiter. Und die machen aber, also die stellen Anforderungen an die Kostenfunktion, wie die aussehen muss. Also die muss eben lokal sein, sonst funktioniert das einfach nicht. Wenn ich aber so einen Filter habe, der nicht lokal ist, dann verletze ich diese Anforderungen. Das heißt, ich habe dann zwar einen Höhenfilter, der funktioniert, aber ich habe keinen Routing-Algorithmus mehr, der funktioniert. Und das ist eigentlich ein Problem, aber irgendwie auch doch nicht, weil also ich habe es dann einfach probiert und es geht. Also man darf das, glaube ich, einfach nur nicht übertreiben, dass jetzt dieser nicht lokale Anteil irgendwie zu groß wird. Und solange man da jetzt keine Artefakte sieht, ist es okay. Okay, jetzt dieser Ausflug in den besseren Algorithmus. Also bisher habe ich ja dieses geometrische Modell beschrieben, diese Hysteresefilter mit diesem 10-Meter-Band. Und daraus berechne ich eben einfach so einen Aufschlag für die Höhenkosten. Da steckt ja auch schon jetzt ein bisschen Physik eigentlich drin, weil es gibt ja auch einen physikalischen Grund, um kleine Höhenunterschiede wegzufiltern, weil einfach, wenn ich mit dem Fahrrad oder mit dem Auto durch ein Tal fahre, dann komme ich da ja auch mit Schwung wieder raus. Das heißt, selbst mit perfekten Daten müsste ich kleine Höhenunterschiede herausfiltern. Was anderes ist diese 1,5% Gefälle, die wir da eben hatten, das ist auch physikalisch motiviert, weil ich ja sage, okay, wenn das nur so flach runtergeht, dann habe ich eigentlich gar keinen Schaden dafür, weil ich kriege ja die Energie wieder, die ich vorher reingesteckt habe. Also richtig wehtun, wenn ich die Energie verbremsen muss, tut es ja erst, wenn es steiler wird. Das heißt, das ist zwar ein geometrisches Modell, aber ein bisschen Physik steckt da drin. Und jetzt die Frage, warum macht man nicht die Physik einfach richtig? Und dafür habe ich das jetzt mal untereinander geschrieben. Also die erste Zeile hier, das ist einfach die Formel für diesen Hysteresefilter, für diesen geometrischen Filter. Und die zweite Zeile hier, das wäre einfach die korrekte physikalische Bewegungsgleichung. Also jetzt durch die Masse geteilt, dann ist es hier die spezifische kinetische Energie, wird geändert durch Antriebsleistung minus Bremsleistung minus Luftwiderstand minus Hangabtriebskraft. Also mehr Physik ist das ja nicht.
Und wenn man sich das anguckt, sieht man, das ist eigentlich schon dasselbe. Also aus diesem Hysteresepuffer, den dieser Filter impliziert, wird die kinetische Energie, aus diesen Edge Constraints, der dafür sorgt, dass er nicht aus dem 10-Meter-Band geht, wird die Antriebs- und die Bremsleistung. Und aus diesem Cutoff wird der Luftwiderstand. Das heißt, der einzige Unterschied zwischen diesem geometrischen Modell und dem richtigen physikalischen Modell ist eigentlich nur, dass hier eine Konstante steht und hier steht der Luftwiderstand, der von der Geschwindigkeit abhängt. Das heißt, ich könnte jetzt auch ein richtiges physikalisches Modell programmieren mit der Bewegungsgleichung, fälsche aber den Luftwiderstand und habe wieder genau das, was ich bisher auch rechne. Das habe ich hier jetzt mal angedeutet. Also der grüne Verlauf ist der Luftwiderstand, wie man kennt. Der geht quadratisch hoch mit der Geschwindigkeit. Und der blaue Verlauf wäre der Luftwiderstand, der dem geometrischen Modell entspricht. Und der ist genau so, dass eben der Energieverbrauch zwar ansteigt, aber nur so weit, dass ich in der Kostenfunktion den Zeitgewinn gerade wieder kompensiere. Das heißt, es ist einfach egal, wie schnell ich bin. Das ist die Eigenschaft von diesem geometrischen Modell. Und warum das wichtig ist, habe ich versucht hier darzustellen. Das ist mal so ein Loch gemalt, was keins ist, weil es ist eine Waldlichtung. Also der Router denkt, da ist ein Loch, weil eben im Höhenmodell geht es da runter. Das heißt, die Geschwindigkeit von meinem Radfahrer hier, die steigt erstmal an. Dadurch, dass er schneller ist, verliert er viel Energie. Bis er hier angekommen ist, hat er seinen Schwung verloren, muss Energie aufwenden. Und zwar mehr, als er durch den Zeitgewinn kompensieren kann. Das heißt, er hat hier ein schlechtes Geschäft gemacht, was dazu führt, dass der Router ihn um diese Waldlichtung drumherum schicken würde. Und das wäre ein Artefakt, das will ich nicht. Weil das sind dann so völlig demotivierte Umwege, die man nicht verstehen kann. Dann sagen die Leute, das ist ein Fehler. Das heißt, das ist der Grund, warum Fahrradrouting eben in diesem physikalischen Modell mit den Daten nicht funktioniert. Sondern man braucht das geometrische Modell. Das führt natürlich umgekehrt dazu, dass man sagt, wenn man bessere Daten hätte, könnte man auch besser rechnen. Und das war bisher für Fahrräder, für Autos sieht das ein bisschen anders aus, weil Autos, die Physik ist einfach anders. Der Luftwiderstandsfläche pro Kilogramm ist viel kleiner. Also ein Auto, was mit 70 km/h auf dem Hügel losrollt, das kommt ja allein mit dem Schwung 20 Meter hoch. Das heißt, da ist das Verhältnis zwischen Höhenfehler und Schwungmasse einfach ganz anders wie bei Fahrrädern. Das heißt, wenn man Autos richtig rechnen will, muss man physikalisch rechnen. Und was man dann noch hat, ist der Aspekt, wie kombiniere ich Höhenrouting mit kinematischen Constraints. Also kinematische Constraints ist ja die andere Baustelle in den Routern. Das macht ja keiner richtig. Ich habe ein Stoppschild irgendwo und ich nehme einfach pauschal irgendwie einen Kostenaufschlag, keine Ahnung, 30 Sekunden, das kostet das. Und das ist aber ja eigentlich auch falsch, weil in dem Beispiel habe ich es mal gezeigt, hier so ein Auto fährt auf dem Stoppschild zu und wenn das da oben auf dem Berg ist, mit dem Smiley angedeutet, macht ihn das nur so halbtraurig, weil er ist da oben sowieso langsam. Während wenn das Stoppschild hier unten ist, dann wird er richtig traurig, weil da muss er richtig viel Energie verbremsen. Das heißt, eigentlich gibt es eine Wechselwirkung zwischen diesen kinematischen Constraints, Stoppschilder, Kreuzungen, Kurven und dem Höhenmodell. Und wenn man es einfach richtig rechnet, dann macht man es einfach viel genauer. Okay, und das kann man auch rechnen. Also es ist ein bisschen ein Problem in der Fahrtsuche, in die Zukunft zu schauen, weil man sucht ja den Pfad erst. Aber das kann man dadurch lösen, dass man die Fahrtsuche rückwärts rechnet und dann kann man in die Zukunft schauen und nicht in die Vergangenheit. Und dann kann man tatsächlich ein kinematisches Modell dem Routing zugrunde legen, was eine vorausschauende Fahrweise kennt. Und dann sind diese ganzen Korrelationen alle richtig behandelt. Also auch zwei Kreuzungen, die nah beieinander liegen, sind dann nicht doppelt so teuer wie eine und so weiter. Und in dem Bereich sind sie alle falsch. Also selbst TomTom rechnet, glaube ich, Fahrzeiten durch Wohngebiete völlig falsch. Also da kann man, glaube ich, noch viel besser machen. Hier mal so ein Beispiel, wie man dann Kinematik rechnet in so einem Modell. Also hier richtig mit diesen, also das ist so eine kombinierte Tempolimit hier, 50 km/h, 30 km/h. Richtig mit den Ausrollzonen gerechnet und dann nur ganz zum Schluss mal ein bisschen gebremst. Oder so eine richtige Berg- und Talbahn. Also jetzt kommt hier so ein blauer Höhenverlauf hinzu. Und hier ist ein Stoppschild im ersten Tal und im zweiten Tal ist kein Stoppschild.
und auch die, in diesem Modell dann richtig gerechnet, hier so ein richtiger Bremsweg gerechnet und praktisch aus dieser Energie, die man hier verbremst, praktisch dieses blaue Signal, beziehungsweise aus der Energie, die man hier in den Luftwiderstand steckt, daraus kann man dann die Kostenfunktion bilden. Das heißt, es ist algorithmisch eigentlich völlig klar, wie es geht. Man braucht einfach nur gute Daten dafür. Okay, das war dasselbe jetzt nochmal bidirektional gerechnet. Wenn man wirklich in die Zukunft schauen kann, dann kriegt man auch die Beschleunigungsstrecken hin. Während hier sind ja diese Raketenstarts drin, an den Ampeln, wo man irgendwie von 0 auf 100 in 0 Sekunden geht. Aber das ist fürs Routing ja nicht so entscheidend. Also entscheidend ist ja nur, muss man die Energie verbremsen unnötig oder kann man sie nutzen. Okay, damit bin ich dann auch schon pünktlich fertig. Genau, das hast du super getimt. Ich glaube, die Zusammenfassung lassen wir einfach dran. Erstmal natürlich einen Applaus. Vielen Dank auch an dich, weil ich fand das sehr anschaulich, auch wenn ich dann nachher bei den Formeln etwas draußen war. Aber das klang alles ganz plausibel. Okay, wir haben Fragerunde. Wir haben hier auch ein zweites Mikro. Fragen an den Arndt. Hier habe ich gleich einen Helfer. Da oben ist Peter. Lauf doch einmal eine Runde. Da oben ist ein Herr. Das ist voll gut, da hinten. Genau. Ja, schönen Dank für den interessanten Vortrag. Jetzt habe ich die Frage, Sie sagen, Alternativen werden nicht vom Himmel kommen in Ihrer Zusammenfassung. Warum nicht? Warum kann man nicht darauf setzen, dass man zum Beispiel öffentliche LiDAR-Daten frei bekommt, die wesentlich höher aufgelöst sind, bis zu 2, 3, 4, 5 Punkte pro Quadratmeter? Dann habe ich ein wesentlich höher aufgelöstes Höhenmodell. Es wird in Zukunft höher aufgelöste Radarmissionen geben, die wesentlich bessere Daten liefern. Oder ist es jetzt nur vom Himmel kommen anderweitig gemeint? Daten am Boden zu messen, dass es durchaus Sinn macht und nicht in 2 Jahren irgendwie überholt wird von irgendwas, was vom Himmel kommt. Dann müssen wir auch fragen, wie genau eigentlich die im Crowdsourcing erzeugten Höhendaten sind. Also wenn ich jetzt mit einer Gruppe Studentinnen und Studenten rausgehe, die alle mit dem GPS ein bisschen arbeiten gelernt haben, dann sind die Höhendaten aber im Gelände mit den Geräten, die unter 300 Euro zur Verfügung stehen, wenn man größere Sätze kaufen will, kaum möglich, dass die irgendwas mit besser als 3 Meter liefern, wenn nicht überhaupt nur 10 Meter Höhendaten. Ja, aber da spielt ja dann die Statistik rein. Also wenn man das Straßennetz nimmt und hat jede Straße 10-mal gemessen, dann kriegt man den Fehler halt 3-mal kleiner noch. Dann ist man bei 1 Meter. Okay, haben wir noch eine Frage? Vorne. Ja, ich bin da ganz angenehm überrascht, wie tief das auch geht, dieses ganze Fahrradrouting. Und ich frage mich nur, wo ist denn das aktuell am besten implementiert, solche Sachen? Also wenn man jetzt das nutzen möchte gerne. Gibt es da irgendwelche Hersteller oder irgendwelche Geräte, die das besonders gut unterstützen? Oder, ja gut, du kannst dir mein Hobbyprojekt anschauen. B-Router heißt das. Ja. Und das funktioniert auch ganz prima im Zusammenhang mit so Android-Apps wie Osmand, Locus, Oryx Maps. Und man sagt aber, Naviki kann das genauso gut. Okay, ich bin mir, ja gut. Ja, bitte, aber mit der Bitte kurz zu bleiben. Ja, ich möchte eigentlich nur kurz anmerken, wir haben diese Fahrradrouting-Diskussion bei uns in Landshut auch immer und einen Typen vom ADAC, der möglichst angenehme Fahrradrouten in OSM eintragen will. Da hat er natürlich auch nicht Unrecht und es ist der gewisse Persönlichkeitsfaktor, der hier überhaupt nicht berücksichtigt wird. Okay, also schnell und energiesparend ist nicht gleich angenehm. Ja, das genau. Nehmen wir mit, ist ein gutes Schlusswort. Dann bitte nochmal einen Applaus und ein herzliches Dankeschön. Applaus